Soldatinnen, Soldaten, ihr werdet in den nächsten Monaten anderes erfahren. Ihr werdet in den nächsten Monaten möglicherweise in Situationen kommen, die ihr bis dato nicht erlebt habt. Ich kann Ihnen versichern und kann euch versichern, dass wir die Ausbildung entsprechend machen, dass sie gut ausgebildet sein werden. Sie werden Kameradschaft erfahren, Sie werden Gemeinschaft erfahren. Ich bitte Sie, nehmen Sie diese Möglichkeiten an. Nehmen Sie an, dass Sie in einer Organisation wie das österreichische Bundesheer auch für andere da sein werden, möglicherweise auch im Rahmen des Katastrophenschutzes, möglicherweise auch im Rahmen des Assistenzeinsatzes. Es ist ein Zeichen der Zeit, dass wir diese Möglichkeiten und diese Maßnahmen für die Gemeinschaft da zu sein, für den Staat zu dienen, auch annehmen. Nehmen Sie diese Zeit ernst, lernen Sie aus dieser Zeit und leben Sie Kameradschaft. In diesem Sinne darf ich Ihnen viel Soldatenglück wünschen. Sehr geehrte Damen und Herren, so wie sich das Bundesheer den neuen Bedrohungen stellt, reagiert es auch auf Veränderungen in unserer Gesellschaft. Heute spiegelt das Bundesheer die Diversität unseres Landes in weiten Teilen wider. Menschen unterschiedlichster Herkunft dienen der Republik im österreichischen Bundesheer. Wenn Sie heute am Nationalfeiertag Ihr Gelöbnis als Soldatinnen und Soldaten der Republik Österreich ablegen werden, dann tun Sie dies in der Gewissheit, in einem Heer zu dienen, das sich Werten wie Verantwortung, Schutz der Demokratie, Achtung der Menschenrechte, Frieden und Solidarität verschrieben haben. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich.